Und damit schauen wir in die Ukraine auf das dortige Geschehen im Krieg. Ein weiteres Mal haben Putins Truppen die Angriffe verschärft. Mindestens 2 Menschen starben bei einem Bombenangriff im Osten des Landes. Dazu gab es 29 verletzte Personen. Aus Kiew gibt es zudem Meldungen, dass auch die Hauptstadt erneut angegriffen wurde mit russischen Drohnen. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte nun bei einem Treffen mit dem Chef der UN-Atomaufsicht den sofortigen Abzug russischer Truppen aus dem Kernkraftwerk Saporischschja. Andernfalls sei die Wiederherstellung der nuklearen Sicherheit gefährdet. Peter Handjes. Der Raketenterror geht unvermittelt weiter. Bei einem russischen Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk wurden mindestens 2 Menschen getötet und 29 weitere verletzt. Es gab eine regelrechte Explosionswelle. Die Leute erschraken und fielen zu Boden. Dann gab es eine weitere Explosion. Ein Freund kam uns entgegen, seine Nase blutete. Er hatte von der Explosion ein Knalltrauma. Für ihn ist es fast wie ein 2. Geburtstag, weil er überlebt hat. Die Eroberung von Slowjansk ist neben Bachmut derzeit eines der Hauptziele der russischen Armee. Doch der Vormarsch stockt gewaltig. Nach britischen Geheimdienstinformationen verlieren die russischen Truppen bei Bachmut jeden Tag bis zu 500 Mann durch Tod oder Verwundung. In einem über Internet verbreiteten Video kritisieren Mitglieder einer russischen Einheit namens Sturm die militärische Führung. Wir haben 14 Tage lang unter Dauerbeschuss gestanden. Es gab mehr als 50 Tote und Verletzte, darunter auch der Kommandant. Als wir uns zurückziehen wollten, haben andere russische Truppen uns daran gehindert und gedroht, uns zu erschießen. Sie wollen uns als Zeugen einer völlig fahrlässigen kriminellen Führung hinrichten. Auch die russische Söldnertruppe Wagner hat angeblich bereits ein Viertel ihrer 40.000 Soldaten verloren, die auf endlosen Gräbern an der Front beerdigt wurden. Bei einem Treffen mit dem Chef der UN-Atomaufsicht Grossi forderte der ukrainische Präsident Zelensky erneut den Abzug der russischen Truppen aus dem Kernkraftwerk Saporischschja, fürchtet um die nukleare Sicherheit des AKWs. Grossi will in den nächsten Tagen in das von Russen besetzte Gebiet um das heruntergefahrene Kernkraftwerk im Südosten der Ukraine reisen und sich selbst ein Bild von der Lage machen. Zugeschaltet zu diesem Thema ist uns jetzt Dr. Markus Kolb. Er ist Militärökonom an der ETH in Zürich in der Schweiz. Einen schönen guten Tag dorthin aus Berlin. Hallo, Gruß nach Berlin. Sie schreiben in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, dass die russischen Truppen vor allem wegen der hohen Verluste von Personal und auch Material den Krieg in der Ukraine bald verlieren könnten. Glauben Sie nicht, dass Putin schon bald vor allem weitere Soldaten rekrutiert und sie in den Krieg schickt? Nein, das glaube ich nicht. Ich sage immer, wir sind in Europa so sehr an die russische Propaganda gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen. Ich halte ehrlich gesagt dieses Märchen von den unendlichen russischen Reserven, sowohl was Material als auch Personal angeht, für die perfideste Täuschung, die dieses Imperium jemals uns im Westen aufgebunden hat. Ich sage bei solchen Ankündigungen immer, russische Rhetorik ist sehr selbstbewusst und sehr farbig, aber man möge sie dann doch bitte vergleichen mit der Realität und da bleibt dann so viel nicht übrig. Russland verliert derzeit 5 Kampfpanzer pro Tag. Wie das berechnet wird und wie Sie das überprüfen können, habe ich in diesem Interview dargelegt. Und nach allem, was ich sehe, kommt da nicht mehr viel hinterher. Das Einzige, was im Moment kommt, sind eben notdürftig instand gesetzte T-62 und T-55. Und wenn das so weitergeht, dann brauchen wir uns nicht länger die Frage stellen, wozu ist Russland überhaupt noch imstande. Daran ändern übrigens auch neue Mobilisierungen nichts. Da steckt immer so das Missverständnis dahinter, dass Anzahl gleich Einsatzwert sei. Das ist aber nicht so. Das haben Sie jetzt bei den Videos gesehen, zum Beispiel aus Vuleda, wo einfach völlig unerfahrene Besatzungen die Panzer einfach in ein Minenfeld fahren und zwar reihenweise nacheinander. Das hat mit militärischer Logik oder mit gut ausgebildeter Truppe nichts mehr zu tun. Also sprich, selbst wenn es Putin gelingt, weiterhin mit menschlichen Wellen einfach vorzugehen, dann wird er damit lediglich die russische Bevölkerung dezimieren, aber keinen militärischen Effekt erzielen. Unterstützung gab es für die Ukraine jetzt in Form von Panzerlieferungen aus Deutschland. Die sind jetzt angekommen, diese deutschen Leopard 2 Panzer. Was können Sie in der jetzigen Situation tatsächlich verändern? Geht es da darum, abwehren zu können oder vielleicht sogar die russischen Truppen, die dort sind, aus dem Land dann vertreiben zu können? Ja.
Also ich möchte die deutsche Lieferung nicht schmälern, aber es sind nicht nur die deutschen Panzer, es sind auch die portugiesischen, es sind auch die kanadischen und wir haben mittlerweile auch die britischen Challenger 2. Es gab gerade heute ein historisches Foto, wo der ukrainische Verteidigungsminister Reznikow zu sehen ist, zusammen mit dem ukrainischen Brigadekommandanten, wo sie diese verschiedenen Systeme aufgestellt sehen und geschmückt mit den jeweiligen Nationalflaggen. Das heißt also, wir haben es hier neben den eigentlichen Kampfpanzern noch mit etwas Weiterem zu tun, nämlich mit Unterstützungsfahrzeugen, also insbesondere Marder und Bradley. Und das zusammen, das bildet eine sehr starkkräftige, mechanisierte Einheit von Fahrzeugen, die den Russischen deutlich überlegen sind. Und darauf kommt es eigentlich an. Ich nenne nur zwei Dinge. Erstens die Feuerdistanz. Die westlichen Systeme schießen deutlich weiter als der russische T-72. Das heißt, die werden in der Lage sein, die russischen Panzer aus der Ferne abzuschießen. Also sprich, die Russen können zwar zurückschießen, haben aber nicht die entsprechende Distanz. Und zweitens muss man sich auch klar machen, alles, was das Anvisieren und das Anpeilen von Zielen angeht, ist die westliche Technologie absolut überlegen. Das gilt zum Beispiel für thermale Erkennung, für die Nachtkampffähigkeit, für Infrarot- und Laserfähigkeiten. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es geht also nicht Panzer gegen Panzer, sondern es geht höheres gegen niedrigeres Technologieniveau. Das ist typisch für den ganzen Verlauf des Krieges. Während die Ukraine immer bessere und immer modernere Systeme bekommt, greift Russland auf immer ältere und technologisch immer schlechtere Systeme zurück. Und diese Diskrepanz, die wird von Tag zu Tag größer. Und Sie können sich ausrechnen, wozu das führt, wenn die Ukraine dann tatsächlich im Rahmen einer größeren Offensive mit diesen Systemen angreift. Herr Dr. Kolb, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie groß ist in dieser Gemengelage das Risiko, dass Putin Atomwaffen einsetzt in der Ukraine? Das Risiko halte ich für absolut gering. Das ist seine beliebteste Psychowaffe, die vor allem in Deutschland immer zündet. Aber es ist wirklich immer die gleiche Illusion, auf die vor allem in Deutschland die Menschen immer hereinfallen. Ich würde Ihnen ehrlich gesagt sagen, hören Sie auf mit diesen emotionalen Angstdiskursen und halten Sie sich an die Realität. Sagt Militärökonom Markus Kolb. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke nach Zürich. Gerne. Gruß nach Berlin. Ja, und während der Krieg noch tobt, wollen die Menschen ihr Land natürlich schon wieder aufbauen. Ein riesiges Problem dabei sind aber die tausenden Minen, die überall im Boden lauern. Deren Beseitigung ist lebensgefährlich und weltweit werden dafür mittlerweile Drohnen eingesetzt, die mithilfe von sogenannten Magnetometern die Lage der Minen eigentlich bestimmen können. Allerdings mit Einschränkungen. Eine polnische Organisation hat nun eine Weiterentwicklung dieses Minensuchens erarbeitet und unsere Kollegin Tatjana Ohm hat die Freiwilligen in der Nähe von Kiew bei ihrem ersten Testflug getroffen. Der Start geglückt, der Testflug beginnt. Unter der konventionellen Drohne aufgehängt mit einigem Abstand ein Magnetometer aus deutscher Herstellung. Die Aufgabe: das Feld überfliegen, scannen und kontaktlos die dort verteilten Testminen aufspüren. Magnetometer dieser Art sind bereits in 56 Ländern zur Minensuche im Einsatz. Das Novum hier, die Aufhängung. Die polnische NGO Postup will mit ihrer Weiterentwicklung helfen, das Minenproblem in der Ukraine zu lösen. Wir haben hier einen Extender kreiert, der hilft, die Qualität der Vermessung zu steigern. Dieser Extender hilft, das Magnetometer von der Drohne entfernt zu halten. Notwendig ist das, weil die elektromagnetischen Felder der Drohnen die Arbeit des Magnetometers beeinträchtigen. Ob Mine oder einfach nur Metall am und im Boden ist, ist dann schwer zu unterscheiden. Je weiter weg das Magnetometer von der Drohne, desto besser. Für Ingenieur Ruslan war die Entfernung zu überbrücken aber nur ein Teil der Herausforderung. Gleichzeitig zur Entfernung musste auch die Konstruktion stabil und ruhig sein, ohne jede Schlaffheit. Ich habe 3 Tage daran getüftelt und dann alles aus Aluminium zusammengeschweißt. Mit unserer Methode erhalten wir kristallklare Daten. Wir sehen jede Form von Metall im Boden. Die Drohnen- und Magnetometergestützte Suche hat mehrere Vorteile. Sie ist deutlich schneller und präziser als die Handsondierung zu Fuß. Und der wichtigste Vorteil: ein geringeres Risiko für die Männer und Frauen, die als Minensucher und Räumer tätig sind. Kein Wunder also, dass der Chef des Minensuchkommandos im Raum Kiew glaubt, dass diese Geräte Leben retten. Zweifelsohne, denn mithilfe dieses Geräts werden unsere Leute ein bereits abgesuchtes Areal betreten. Gerade die Aufklärung ist ja sonst ein großes Risiko. Wenn dieses Gerät seine Arbeit tut, haben die Minensucher mehr oder weniger alle Informationen über das Gebiet. Sie werden genau wissen, wohin sie gehen können und was sie dort tun können. Also ja, ohne Zweifel lebensrettend. Noch aber müssen sich die Minenräumer gedulden. Die Testphase für diese Weiterentwicklung.
das sogenannte Mainz I, nicht alle Minenarten aufspüren kann. In einem Land, dessen Gesamtfläche zu 30% von Minen verseucht ist, wird es eine lebensrettende Hilfe sein. Wie entwickeln sich die Frontlinien in der Ukraine? Unsere Kollegin Alina Quast hat es sich im Detail angeschaut. Also wieder kam es zu einigen russischen Angriffen, vor allem im Osten der Ukraine. Wir wollen einmal auf die Karte dafür blicken. Also verschiedene Raketenangriffe hier vor allem im Osten, weiter auch bei Bachmut, wo heftig gekämpft wird. Es ist aber auch von britischen Geheimdiensten zu hören, dass die russische Armee hohe Verluste einfährt. Beispielsweise hier unten bei Avdiivka. Dort ist es so, dass viele russische Panzer offenbar da zerstört wurden und der britische Geheimdienst sagt, das liegt auch an taktischen Fehlern, die dort passieren und auch an fehlender Kampfesmoral. Also eine sehr schlechte Stimmung, die auch in den russischen Truppen eben herrschen. Jetzt ist der ukrainische Präsident Zelensky das erste Mal für eine militärische Lagebesprechung außerhalb von Kiew gewesen, und zwar hier in Dnipro. Dort hat er sich eben bei den Truppen erkundigt über die Offensive und wie man dagegen ansteuert. Und Thema war sicherlich auch die neuesten Waffenlieferungen. Darauf wollen wir jetzt auch einmal blicken. Die USA haben gepanzerte Lkw und Transporter geliefert, und aus Großbritannien sind jetzt die Challenger-Panzer gekommen, 14 an der Zahl, und jetzt auch aus Deutschland angekommen sind die Leopard 2 Kampfpanzer zusätzlich zu den 40 Marder-Schützenpanzer, die da sind. Da hat die Ukraine ja lange drauf gewartet und hofft sich da jetzt eine neue Schlagkraft. Auf die Panzer wollen wir jetzt einmal schauen, was diese können. Hier sehen wir jetzt die Challenger-Panzer. Man weiß nicht, wo diese Aufnahmen jetzt aufgenommen wurden, sind aber von heute oder von gestern, hat der ukrainische Verteidigungsminister nämlich veröffentlicht. Hier sieht man auch, wie er selber den Panzer steuert, und er hat gesagt, dass dieser Panzer soll jetzt bald eingesetzt werden auf dem Gefechtsfeld. Hier sehen wir jetzt Archivaufnahmen von dem Leopard 2 Kampfpanzer. Da weiß man jetzt auch noch nicht ganz genau, wo sie jetzt stationiert sind. Natürlich ist da größtes Sicherheitsbedenken natürlich auch, deswegen sagt man auch immer nicht, wo die sich jetzt genau befinden. Aber zu dem Kampfpanzer. Es ist so, dass der Leopard 2 eine unglaubliche Schlagkraft hat, eine sehr weite Schussweite, über tausende Meter. Und er ist somit eine Art Schlaghammer, um in die feindlichen Reihen Löcher zu schlagen, also um da durchzukommen. Aber dafür braucht er auch Rückendeckung, und das bekommt er im Verbund mit dem Marder-Schützenpanzer. Also der ist wirklich für die Rückendeckung auch da. 9 Soldaten können dort an Bord sein. 3 sind immer im Fahrzeug und 6 Soldaten können dann ausrücken ins Feld. Also er ist auch dann dazu da, damit die Soldaten quasi ins Feld gebracht werden. Und die Ukraine und auch der Westen erhofft sich durch diesen Verbund von beiden Panzern eine größere Schlagkraft. Deswegen jetzt große Frage, ist das der Game Changer? Man hofft jetzt dadurch, dass die Russen schlechte Kampfmoral, Fehler in der Taktik und auch Rekrutierungsprobleme, dass jetzt die Zeit sein könnte, um eine Gegenoffensive zu starten mit den westlichen Kampfpanzern. Das Internationale Olympische Komitee hat die Wiederzulassung russischer und belarussischer Sportler als neutrale Athleten zu internationalen Wettbewerben nun empfohlen. Das stößt auf Kritik. 300 Fechterinnen und Fechter kritisieren in einem offenen Brief ihren eigenen Dachverband und das Internationale Olympische Komitee. Die Fechter verweisen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Belarus unterstützt. Solange der Krieg andauere, sollten die Athleten beider Länder ausgeschlossen bleiben. Und unsere Kollegin Christina Lewinsky konnte mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann genau über dieses Thema sprechen, schon vor einer endgültigen Entscheidung der IOC. Das IOC, Frau Strack-Zimmermann, möchte heute entscheiden, ob sie belarussische und russische Sportler, Sportlerinnen wieder zulassen möchte. Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung auf Ja fällt. Wie wäre da Ihre Kommentierung zu? Ja, das wäre ein Skandal, um es direkt zu sagen. Der Fechtverband, von dem wissen wir, dass er sehr russlandnah ist. Und Herr Bach als Vorsitzender oder Chef des Olympischen Komitees
war ja nicht nur Fechter, sondern scheint das Thema der Ukraine noch gar nicht verinnerlicht zu haben, dass dort Menschen umgebracht werden. Seit einem Jahr übrigens über 180 Sportlerinnen und Sportler, die ihr Leben gelassen haben. Insofern finde ich es begrüßenswert, dass Sebastian Coe, der Vorsitzende des Weltverbandes der Leichtathleten, sich da ganz klar gegen ausgesprochen hat und gesagt, dass russische und belarussische Sportler bei den Olympischen Spielen nichts zu suchen haben. Das wäre der richtige Weg zu zeigen, dass in diesen Zeiten es völlig ausgeschlossen ist, so etwas, diesen Weg zu gehen. Inwiefern wäre Ihre Sorge auch, dass Russland das Ganze für reine Propagandazwecke nutzen würde für sich? Das hat Russland immer getan, nämlich Sport als Propaganda. Und genau das ist das, was wir nicht zulassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Sportlerinnen und Sportler in Russland Parteileute sind, dass das stark protegiert wird vom Staat. Das ist überhaupt nichts Neues. Das war auch während des Kalten Krieges so. Und insofern so naiv kann man überhaupt nicht sein, um nicht zu erkennen, dass man versucht, die Olympischen Spiele zu nutzen, um russische und belarussische Sportler sozusagen wieder salonfähig zu machen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat jetzt gesagt, ja, wir lehnen das auch ab, belarussische Sportler zuzulassen. Wir würden aber einen Boykott der Olympischen Spiele 2024 ablehnen. Ist das konsequent in der Haltung? Naja, das Thema Boykott hat es immer gegeben 1980 in Los Angeles und dann Jahre später, also immer vice versa. Soweit sind wir noch überhaupt nicht. Jetzt geht es erstmal darum, einen geraden Rücken zu machen und zu sagen, das kann nicht sein, dass ein Schlupfloch gefunden wird, eben das russische Propaganda, die ja eigentlich friedlichen Spiele dominiert. Und was daraus folgt, das werden wir sehen. Aber ich finde, jetzt sollte man erstmal klar machen, dass das nicht geht. Und ich froh bin, dass in Deutschland es da offensichtlich eine klare Meinung dazu gibt, dass man das nicht möchte. Ganz herzlichen Dank. Danke auch.